Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt von mir. Es handelt sich hierbei wieder um ein Retro-Spiel aus dem Jahre 1988. Sprich, es wurde 2 Jahre vor meiner Geburt eigentlich entwickelt und released wahrscheinlich auch, keine Ahnung. Es sind locker 10 Jahre vergangen, seitdem ich dieses Spiel das letzte Mal gesehen habe. Ich kann mich noch daran erinnern, als ich dieses Spiel auf meinem ersten PC gespielt habe, Windows 95 war das. Und ich kann mich auch an dieses Gedöns, das ihr jetzt im Hintergrund hört, an das Gedöns einfach erinnern. Damals hatte ich auf meinem PC keine Speaker, also keine Lautsprecher, und dennoch konnte man diese Musik aus dem PC raushören. Also ich weiß jetzt nicht genau, was diese PCs damals für Funktionen hatten, aber auf jeden Fall, das konnte ich hören. Und das ist jetzt wieder so charakteristisch und ich bin so sprachlos, dass ich das wieder höre, nach so langer Zeit. Ja, genau so war das Intro dieses Spiels. Grand Prix Cursuit, das ist der offizielle Name dieses Spiels. Ich kenne dieses Spiel unter dem Namen Formula. Formula 1, glaube ich. Ob der jetzt, sage ich mal, korrekt ist, ich habe keine Ahnung, aber auf jeden Fall kann ich mich noch daran erinnern. Also, wir haben jetzt hier 3 Optionen. Wir üben einfach hier unsere Bestzeiten. Wir starten den Single Race oder wir machen den Championship. Ich habe hier schon mittlerweile meinen Namen hineingefügt und die Runden, die wir in diesem Rennen machen werden. Ich habe mir gedacht, wir werden es auf normal spielen, aber ich gehe noch einmal eine Stufe runter, weil keine Ahnung, wobei ich habe keine Ahnung. Ne, wir machen das jetzt so und wir spielen die Meisterschaften. Es gibt, glaube ich, sowieso nur 8 Maps oder 6 Maps, ich bin mir jetzt nicht sicher. Wir gucken mal rein. Es gibt 3 Autos zur Auswahl. Wir sehen hier schon verschiedene Daten. Ich habe früher gerne den McLaren genommen, weil er ziemlich schnell war, der Wagen. Deswegen nehme ich ihn auch dieses Mal. Was haben wir denn hier zu verlieren? Unser Wagen startet. So, wir können hier jetzt die ganzen Leute sehen, die mit uns mitfahren. Nein, es ist nicht online. Es ist Solo. Es gab damals, glaube ich, noch nicht so wirklich Online-Spiele. Okay, es geht los. Ich glaube, das ist die Qualifizierungsrunde oder sowas. Prepare to qualify. Und ich glaube, diese erste Runde, die bestimmt, welchen Platz wir beim Start dieses Spiels oder dieses Rennens so gesehen dann einlegen werden. Also welchen wir dann eben haben. Ja, es sieht lustig aus, denn eigentlich verändert sich nur... Oh Gott, ich kann das nicht. Ich kann auch während der Fahrt hier nicht sprechen. Ich sehe hier nur, wo sich ungefähr was verändert. Oh Gott. Das ist schon so lange her. Oh nein, 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 nein. Bei den Kurven musste man immer richtig total aufpassen. Okay. Eine schnurgerade Strecke, bei der wir einfach nur Geschwindigkeit einnehmen können. Ihr seht... Hier verändert sich kaum etwas. Also ich finde dieses Spiel, obwohl es so einfach ist, dennoch so toll. Ach Gott, ich werde gerade total, wie nennt sich das? Nicht systematisch, nicht empathisch. Melancholisch, genau. Das Wort lag mir auf der Zunge. Komm schon. Oh mein Gott. Wie viele Tage ich einfach bei diesem Spiel verbringen konnte, als ich von der Schule zum Beispiel heimgekommen bin. Dann war das meine Hauptbeschäftigung, nachdem ich meine Hausaufgaben gemacht habe. Hust, hust. Genau, End of Qualifying. Genau, ich habe Platz 3 belegt. Gibt es auch irgendwelche Zeiten von dem Computer aus? Enter, prepare to race. Genau, und das war das. So sehen die Gegner aus. Wir haben sogar Rückspiegel und eine Geschwindigkeitsanzeige und sogar Gänge. Ich glaube, was war das hier rechts? Konnte man nicht hier irgendwie sein Auto reparieren oder so? Keine Ahnung. Ich weiß jetzt nicht, ob das einen tieferen Sinn gehabt hat. Und ja, man kann auch gegen die Autos fahren. Das ist ziemlich kacke. Man sieht auch die Autos, also die Gegner, man sieht sie auch auf der Minimap. Und ich war immer total angepisst, wenn mich irgendwer eingeholt hat. Oh Gott. Ja, es kann uns auch komplett wegdriften. Ich habe keine Ahnung, wann das passiert. Komm schon, du Dummer. Dummer Bot. Ich nenne jetzt alle Gegner Bots.
Ja, ich weiß noch, dass die... Jetzt verpiss dich doch mal! Oh Gott. Lass mich in Ruhe, du blauer Vogel. Ich weiß nicht genau, wann es immer passiert ist, dass man weggedriftet ist. So weit geht meine Dingsbums, Erinnerung nicht mehr. Aber es ist auf jeden Fall passiert. Ihr habt es gesehen. Bin ich etwa ins Gras gefahren oder so? Wenn ja, dann erklärt es das. Okay, hier ist die Mega-Kurve. Bei dem muss man aufpassen. Okay. Drei Runden wird's hier geben. Los. Los, ich will Unreal Tournament spielen. Okay, aufpassen. Einfach aufpassen. Einfach aufpassen. Ich finde es auch total lustig, wie man diese Motorgeräusche und alles hier versucht hat, so nachzumachen. Sehr, sehr knuffig. Sehr, sehr knuffig gemacht. Vor allem in einer Zeit, wo man hier schon irgendwelche Grafikkarten kauft, die einen erlauben, ein Spiel zu spielen, wo die Charaktere aussehen wie echte Menschen. Gott, ist das knuffig. Sogar die Wolke bewegt sich hier ein bisschen. Seht ihr das? Sogar die Wolke bewegt sich ein bisschen. In manchen Spielen von heute bewegen sich nicht mal die Wolken mehr. Das möchte ich nur noch betonen. Ich gucke mich in jedem Spiel um, ob sich die Wolken bewegen. Und zum Beispiel in Battlefield 3 war es nicht der Fall. Es hat alles mega geil ausgesehen, aber die Wolken haben sich zum Beispiel nicht bewegt. Dafür in Two Worlds zum Beispiel, in dem ersten Teil von Two Worlds, da haben sich auch die Wolken bewegt. Es gab auch Wetter und so weiter und so fort. Also man sieht da auch, dass auf diese kleinen Details es man schon in damals hier Wert gelegt hat. Aber wie gesagt, ich werde hier total melancholisch. Das war nicht gut. So, letzte Runde. Letzte Runde. Die über alles entscheidet. Es darf mich nicht wegdriften. So, immer da schön am Rand halten. Kurven schneiden. Ich glaube, an dieser Kurve hat es mich weggedriftet. Kann das sein? Ich hab keine Ahnung. Hier gibt es sogar irgendwelche Schilder, die zeigen, wie viel du fahren solltest. 50? Wollt ihr mich verarschen, wenn ich 50 hier fahre, dann bin ich Platz 5000. Okay, jetzt kommt hier die gerade Strecke, wo wir Gas geben können bis auf 200 km/h. Und das Witzige an dieser ganzen Geschichte ist, ja, es sind km/h, denn ich glaube, Meilen könnten das nicht mal sein. So, gleich haben wir es geschafft. Oh mein Gott. Wer braucht schon Need for Speed? Das reicht. Okay, perfekt. Ich könnte ja natürlich auch die ganzen Laps und die Runden ein bisschen runterschneiden. Habt ihr das Geräusch gerade gehört? Ich glaube, es soll die quietschenden Reifen darstellen. So, End of Race. Wir haben gewonnen. Und die anderen sind zerronnen. Highest Speed. 220. Okay. Jetzt fahren wir in Monaco. Können wir hier abspeichern? Wow, wir können hier sogar abspeichern. Wir speichern unter 1 ein. Was ist jetzt? Enter Safe Number. Ich tu ja schon. Okay. Jetzt musste ich auf den Nummernblock drücken. Monaco, seht euch dieses Städtchen da vorne an. So, es ist die Qualifikationsrunde hier. Gott, wie ich hier nonstop in diesem Spiel rumgesessen bin. Das ist doch unglaublich. Oh Gott. Das Städtchen ist so hammermäßig. Oh oh. Ja, das ist ein bisschen... nicht mehr so einfach. Moment. Ja, es gibt sogar Tunnel in diesem Spiel. Das ist auch genial. Sogar einen verdammten Tunnel gibt es hier.
Momentchen mal. 1988? Boah. Wie alt ist dieses Spiel dann? 27 Jahre? 27? Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich sollte nicht rechnen, während ich versuche, die Kurven zu schneiden. Okay, das war die Qualifikationsrunde. Wenn ich 24 gerade bin, dann spielen wir 2 Jahre älter. Ja, 26 Jahre alt. So, Platz 2 habe ich jetzt hier eingenommen. Los. Ach ja, doof wird's auch, wenn wir in irgendeinen Wagen reinfahren. Ich glaube, dann fliegen wir sofort irgendwie irgendwo hin. Ins Gras oder die Geschwindigkeit reduziert sich sofort, glaube ich. Ich möchte es nicht ausprobieren, ich möchte hier nämlich gewinnen. Da, dieses Städtchen dort hinten. Wow. 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 Wow, 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 nicht in die Wand. Das ist mir so oft damals passiert. Ich bin in die Wand da beim Tunnel reingefahren. Aber ich habe erstmal doof geguckt. Okay. Nicht sehr schlecht, nicht sehr schlecht, nicht sehr schlecht. X-Rack macht es. Oh, was ist das für eine Kurve? Ach, die da. Ich habe jetzt kurz auf die Minimap geguckt. Ich dachte mir schon, was ist das? Wer lässt sich sowas einfallen? Dann gucke ich so, upsala, das ist ja die Stelle. So, ich habe keine Ahnung, ob uns das hier irgendwas gebracht hat, wenn wir hier durchgefahren sind. Ich habe mir da immer so vorgestellt, sopp, mein Auto ist jetzt repariert worden. Das habe ich mir immer so vorgestellt. Oder, was war da noch? Ich habe da auch immer so Spiele gespielt. Ah, zum Beispiel GTA 1, ja, das habe ich damals gespielt. Obwohl ich jetzt heute kein GTA-Fan bin, ich habe es damals dennoch gespielt, GTA 1 war das, und ich habe mir da immer meine eigene Welt immer zusammengereimt. Das bedeutet, ich hab da nicht oft die ganzen Missionen gemacht, sondern habe zum Beispiel gespielt, ja, ich bin jetzt Limousinenchauffeur. Und da bin ich durch die ganzen Städte da gefahren und habe mir das so vorgestellt. Oder Busfahrer. Dann habe ich mir so meine eigenen Stationen vorgestellt und alle, was weiß ich, 200 Meter... So in Spielform bin ich da stehen geblieben und habe so getan, als ob ich ja die Türen aufmache und Leute rauskommen. Oder bei den Zügen in GTA 1, da gab es ja auch Züge. Und da konnte man auch tatsächlich bei den Stationen stehen bleiben und die Leute rauslassen und so weiter. Das ist richtig cool, was ich mir damals als Kind immer so einfallen lassen habe. Aber das betrifft ja nicht nur Computerspiele. Damals habe ich zum Beispiel auch mir selber irgendwelche Spiele ausgedacht. Mit meinem Cousin zum Beispiel, wenn wir bei unserer Oma waren. Gott, da habe ich mir so viel Zeug einfallen lassen. Da haben wir zum Beispiel mit diesen Spielzeugautos gespielt. Und da habe ich mir so ein eigenes System, so einen eigenen Betrieb ausgedacht. Zum Beispiel gab es da für die kleinen Autos eine Waschanlage. Und für alles musste man bezahlen. Die Geldscheinchen, die haben wir uns aus Papier gemacht zum Beispiel. Und wenn ich da so zurückdenke, war das irgendwie total cool. Oder wenn wir zum Beispiel draußen waren bei unserer Oma im Garten. Oh, das ist jetzt diese Kurve. Ja, wenn wir im Garten bei der Oma waren, habe ich immer solche Rätsel ausgedacht. Da habe ich zum Beispiel auch solche Papier-Texte genommen. Oh, Moment. Bevor ich mit dieser Geschichte anfange, sollten wir eventuell einen Cut machen und die Geschichte, die erzähle ich euch im nächsten Part. So, total gemeiner Cut jetzt gerade, falls sich überhaupt da jemand für diese Art von Geschichten interessiert. Aber ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dann!